Ah ja, toll. Da bin ich wieder. So, ich werde halt nicht nur mit Comments spielen, sondern ich werde heute das komplette Deck mal spielen. Was ich von Trump gesehen habe. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Trump Mage, was da Schönes drin ist. Gut, zweimal Arkane Geschosse ist halt super fürs Early Game. Mana Wurm ist klar. Frostbolt sind halt die üblichen Verdächtigen. Plötzlich Talnus sollte sich eigentlich auch erklären, warum der drin ist. Netpeggle ist auch super. Denke ich auch fast in jedem Deck zu finden. Es sei denn, man spielt halt wirklich sehr, sehr aggressive Rush-Decks. Mit dem Wild Pyromancer können wir natürlich eine ganze Menge Schabernack treiben, weil wir halt wirklich viele Spells drin haben. Und er gibt uns halt noch den zusätzlichen Schaden, um zum Beispiel gegen aggressive Hunter oder Hexer vorzugehen. Acolyte of Pain ist klar, der hat ein bisschen Card Draw. Harvest Golem ist eigentlich auch halt Top-3er. Feuerball ist klar, Cheap ist klar. Wasserelementar ist auch halt ein super Minion vom Mage. Beiden Azur-Drakes sollten sich eigentlich auch erklären. Halt plus ein Zauberschaden für meine Spells und Card Draw für 5 Mana. Top. Ein Faceless Manipulator ist drin. Entweder um natürlich einen von mir zu klonen oder falls der Gegner irgendwas Gefährliches bringt. Kern ist halt auch der große Bruder vom Harvest Golem. Eine Sonnenläuferin. Ich habe die reingenommen, um ein bisschen Schutz mit zu haben. Ja, Sylvanas. Ein Flammenstoß, warum nur ein Flammenstoß? Ich denke nicht, dass zwei wirklich sinnvoll ist, weil wenn ich das Board einmal clear habe, dann denke ich nicht, dass er es so schnell wieder flatten kann. Deswegen reicht mir hier in dem Fall ein Flamestrike. Ja, den Erzmagier, Ragnaros und Ysera als Ende. Also wirklich fürs End-End-Late Game. Hier die Mana-Kurve, also alles recht ausgeglichen. Gut, ich würde sagen, ohne jetzt weiter rumzulabern, starten wir direkt die Spiele. Ranked, Trump Mage und Attacke. Ja, falls da Bedarf bestehen sollte, dass ich vielleicht auch mal nur mit Common Cards spiele oder so, einfach mal in die Comments schreiben. Ansonsten, falls euch das Video gefällt, einfach auf Daumen hoch klicken, mir einen Kommentar hinterlassen oder ja, ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. So, was sind wir denn? 18-3 war das, glaube ich. Jaina gegen Valera. Seid auf der Spur. Ihr habt es so gewollt. Joa. Dreier-Drop ist schon mal nett. Arkane Geschosse. Können wir die erste, besser die zweite Runde recht gut überleben. Acolyte behalten wir auch gleich mal auf der Hand, aber der Kern kommt natürlich weg. Oh, perfekt. Wir kriegen sogar einen Mana-Wurm. Aber noch besser. Ich bin mal gespannt, wie sich dieses Deck spielt. Und mal gucken, wie weit ich damit komme. Also ich denke schon relativ weit. Also Rang 5 soll Minimum drin sein mit dem Deck. Ich sag, es sind halt so viele Legendaries. Und spielt halt ohne Pyro dieses Deck, ne? Weil Pyro sind 10, du musst ihn halt wirklich auf 10 runterschlagen, damit du ihn effektiv einsetzen kannst. Ich möchte die Arkangoschosse übrigens nicht für ihn also ausgeben, sage ich mal. Sondern ich will die auf Minions spielen. Deswegen mache ich jetzt gar nichts, sondern greife nur an, ping ihn an und gebe die Runde ab. Ist halt kein typisches Burst-Deck, wo du halt wirklich so viel Schaden versuchst, so schnell wie möglich auf den Gegner zu bringen. Ich meine, ich hätte ihn jetzt hier auf 6 Schaden, er macht auch nochmal 3, auf 9, auf 21 runterbringen können in Runde 2. Aber ich möchte es eher kontrolllastiger spielen, das Deck. Nicht so sehr auf Aggro. Natürlich die Frage, Ernte Golem oder den Acolyte. Er hat halt nichts draußen, das heißt, die müssen nicht speziell auf irgendwas reagieren. Die spielen also den Acolyte. Lass diesen Herzen sprechen. Da jetzt ein Gift auf der Hand. Wenn ja, hätte er natürlich nicht angreifen sollen. Gewisse Raid? Ja.
Oh nee, SI7, okay. Gut. Plattenmatch Talnos. 2. Dann machen wir 4. Ich spiele erstmal die Arkanengeschosse, gucken, was wir treffen. Okay. Und wir pingen ihn und töten ihn. Ach, sehr gut. Ziehen einen Zweier-Drop hinterher. Sollte jetzt zum Beispiel in die Fierce Ring niederspielen. Auch gut aufgestellt mit dem bei Pyromancer und die Arkangeschosse. Das Problem ist halt, ich muss mich erstmal so ein bisschen an das Deck gewöhnen. Wie gesagt, eine Sache ist halt, die ganzen Karten zu haben und einfach das Deck nachzubauen. Die zweite Sache ist leider, das auch zu spielen, dieses Deck. Zum Beispiel die Aktion gerade, weiß ich nicht, ob die besonders schlau war. Ich hätte natürlich noch die zweiten Arkangeschosse hinterher spielen können. Aber so habe ich mein Mana relativ gut aufgebraucht, weil ich noch einmal Distant sogar noch picken können. Ja, das wäre vielleicht sogar schlauer gewesen. Da er jetzt nichts spielt, wenn wir den Harvest Golem und den Acolyte spielen. Und den Wild Pyromancer spielen. Ist so ein bisschen, er hat halt wenig gegen Flächenschaden, also besser, er hat halt wenig Flächenschaden. Und zwar seinen Dolchfächer, den er eventuell halt mit einem Plattenus-Talmage aufwerten kann auf 2, aber ansonsten ist es ein bisschen schwer für ihn halt, das Board von vielen Minions freizukriegen. Na, jetzt kommt da schönes Eviscerate. Richtig. Ah, Assassin's Blade, okay. Ragnaros. Jetzt haben wir ein kleines Leak drin bei uns. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich was Sinnvolles spielen. Klar, ich könnte ihn jetzt klonen. Könnt ihr den Talnos spielen und 4 Schaden auf ihn machen? Das möchte ich eigentlich nicht. Na gut. Greifen wir halt einfach nur an. Leider noch kein Azur Drake gezogen oder unser Wasserelementar, wo wir halt diese 4 bis 5er Drops auffangen können. Gerne hätte ich, habe ich auch noch drin, eine Sonnenläuferin Sylvanas. Hey, warum spielt er das denn so? Hätte ihn töten können und dann noch meinen Minion mit dem Spell wegnehmen können. Okay, vielleicht hat er noch irgendwas anderes vor, was ich nicht weiß. Okay. Ich hatte ja noch einen. Schaden hat er also hier noch.
ist sehr gut. Können wir gleich eine Runde einfrieren. Das passt natürlich ganz gut. Kann er seine Waffe nämlich nicht einsetzen. Zwei Schaden, muss uns merken, hat er immer noch in der Hand. Ich frage mich, ob... Ja. Möchte ich auch überlegen, Herr Kollege. So viele Möglichkeiten. Ist auch natürlich durchaus so, dass es halt sehr viele Legendary wieder enthält, das Deck. Ich glaube, das sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja genau. Jetzt mache ich es tot. Ha, so gut wie er nicht. Okay. Ich denke, wir gucken einfach, ob wir ihn direkt treffen. Ob wir nun das Minion treffen oder ihn. Ihn ist natürlich besser, weil wir dann direkt gewonnen haben. Aber wenn wir ihn treffen, ist auch gut. Oh, wir treffen aber ihn direkt. Gut. Direkt weiter. Ich denke, ich werde heute wieder so ungefähr anderthalb Stunden spielen. Das heißt, ich werde auch eine Dreiviertelstunde eine Pause machen. Eben mal so die Zeit, wo mein Kaffee denn alle ist. Wenn ich mir einen neuen mache. Und morgen früh habe ich aber auch nochmal knapp anderthalb Stunden Zeit, um zu zocken. Jeder gegen Gulder. Eure Seelen. Ihr habt es so gewollt. Okay. Die beiden nehmen wir mal weg. Einen von denen reicht mir auch für den Anfang. Ich möchte lieber einen Mana-Würm mit Frostbolt, zum Beispiel Ned Peggle. Genau, das sieht doch schön aus. Oh, der passt gerade ganz gut. Vielleicht treffen wir ihn zweimal. Nein, natürlich nicht, aber ihn ist auch nicht schlecht. Nächste Runde spielen wir den Erntegolem. Warum ruft ihr? Muss das sein? Da haben wir dann zwei Schaden hier, einen zusätzlichen da. Kann ich Bedarf würfeln? Oh, der nervt natürlich jetzt schon sehr ab. Lass die Schmerzen sprechen. Oh mein Gott. Wow, er tauscht sogar. Okay. Interessant. Natürlich kriegt er den. So, Ned Peggle.
Oder die Mana-Würmer. Ich glaube, ich spiele eher die Mana-Würmer. Karten habe ich erstmal genug, dass ich habe ja eine Antwort für die nächste Runde. Dann möchte ich lieber einen Minion draußen auf dem Feld haben. So wenig leider, wir können ihn pingen. Das, nee, das machen wir nicht. Wir spielen zwei da. Wir laufen erstmal hier rein. Ich muss halt versuchen, das Board clear zu halten irgendwie. Oh, der kommt natürlich jetzt gut gerade. Ich könnte jetzt natürlich das Wasserelementar spielen. Ich kann auch Ned Peggle spielen. Mit dem Wasserelementar kriege ich aber nichts ohne Ned Peggle weg. Aber ihn dann dafür nicht. Wenn er ihnen Power Overwhelming gibt, ist das gar nicht schön für mich. Das heißt, wir nehmen ihn raus und spielen selber Ned Peggle. Das ist natürlich keine Karte. Sonnenläuferin. Die Wahrheit ist mein Schild. Das war's. Hab einen. Wow, muss sehr viel dafür ausgeben. Schaden. Zwölf habe ich schon. Rausschießen und ihn spielen. Das war's. Oh, was ist denn hier los? Habe ich schon Lex oder was? Ich hoffe, ich stürze jetzt hier nicht ab, das Spiel. Und zweimal Soulfire und ich bin tot. Das sind 5 Schaden. Das mache ich auch direkt. Der kann den töten. Wie kriege ich ihn hier weg? Er läuft in ihn rein. Ich kann ihn töten. 2. Dann habe ich aber noch zu viel Schaden auf dem Board liegen.
Freeze den, was natürlich sehr nice ist. Sie haben halt nur 4 Lebenspunkte. Das ist natürlich extrem low. Ein Soulfire und das Spiel ist vorbei. Pedal halt einfach nicht weg hier vom Feld. Okay. Cheap. Ping tot. Der Peggle will mir aber auch keine Karten ziehen, ich merke das schon. Na, da hat er irgendwie keinen Bock drauf. Nur noch auf 3, das heißt jeder Charge, jeder Soulfire tötet mich halt, oder Hellfire tötet mich jetzt sogar. Mich wundert, dass er sowas noch nicht hat, das ist echt noch nicht, da kommen noch Karten in der, im Deck, der muss da, okay. Ey. Ah, ich hab nichts zum Spielen, ey. Zieh ich noch irgendwas? Ragnaros. Nee, Ragnaros brauche ich jetzt auch nicht. Das war's leider. Das ist ja kein Soulfire dran, das ist ja echt faszinierend. Ich glaube, ich hätte das Frostelementar ein bisschen früher spielen müssen. Ist doch okay, Mann, ey. Der war aufgegeben. Okay, haben wir schon seinen ersten Loss einkassiert, aber wir geben ja nicht auf. Wir spielen direkt weiter. Ich treffe ihn ja noch mal. Nee. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Dich brauche ich nicht, hier weg. Die restlichen beiden werde ich natürlich auf der Hand. Oh, das sieht gut aus. Das war's. Was ziehe ich nach? Mana-Würm vielleicht? Nee. Du bist kein Mana-Würm. Ich bin auch nichts.
jetzt in der ersten Runde, das ist schon mal nice. Das ist mein Leben. Ach, ich nicht kein Glück heute mit Netpeggle, ich merke das schon. Schon wieder keine Karte, ich glaube das halt nicht. Das ist aber ein böser Netpeggle heute. Oh, das war gut gespielt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Falls er jetzt ein Blizzard spielt, kriege ich zwei Karten. Golem. Ich habe ein bisschen Angst vor einem kann den Wegpinger sowas machen. Ich sehe auf jeden Fall noch eine Karte. Ja, okay. Wenn er jetzt einen Flamestrike spielt, ist es noch in Ordnung. Dann ziehe ich nämlich schon mal zwei Karten. Ja, okay. Und eine Runde ist weg. Sehr schön. Ich hatte das Problem mit einem Flamestrike in Runde 7, wenn du nichts liegen hast. Das. Ja, du hast halt in Runde 8 dann auch nichts liegen. Da kommt dann bestimmt ein Cheap. Das heißt, ich möchte den Cheap, glaube ich, lieber eher für ihn haben. Nee, wir spielen sogar noch ganz anders. Möchte ich den Cheap lieber auf ihn provozieren, dass er ihn cheapt? Hat er schon mal einen aus der Hand? Oder Tinkmaster oder sonst irgendwas? Bolt. Ich Zera spielen. Ja, ich spiele jetzt auch wie Zera. Ich träume von die Welt der Zukunft. Oh, der ist schon mal gut.
können aber gut auftrumpfen. Wir schießen ihn weg. Ja. Klonen uns Ysera und töten ihn danach. Schöner Navis-Problem. Ja gut, die habe ich halt einfach nur durch meine Legendary-Karten gewonnen. Ich bin auch erst auf Rang 17, also ich glaube nicht, dass ich da denn so viel erwarten kann. Vielleicht versuche ich auch zu viel rein zu interpretieren in die Decks und spiele dadurch zu vorsichtig. Das war blöd. Also Feuerball brauche ich auf jeden Fall nicht, Cheap brauche ich auch nicht, weiter aber das Frostelementar auf der Hand. Dann haben wir noch einen Erntegolem. Könnte in der ersten Runde so schwer sein. Meine Fresse, mach da mal hin hier, endlich. Meine Güte, ey. Ja, war gerade leise, sorry. Hier unseren Golem spielen. Also scheint ein Control Hunter auf jeden Fall zu sein. Das heißt, mit dem Multishot muss ich nächste Runde rechnen. Animal Companion? Yep. Der kriegt den Rock. Kann er Multishot noch nicht spielen. Trickom. Runde 5. Ja, wenn wir denn aber ein Wasserelementar spielen. Höchstwahrscheinlich, je nachdem was er spielt und was ich ziehe. Komisches Deck, Junge. Ja, er kann sein Multishot hier nicht benutzen, das ist das Ding. Und wenn er Multishot nächste Runde benutzt, hat er das Mana ausgegeben und kann dann nichts mehr machen. Das heißt, ich spiele auf jeden Fall das Wasserelementar. Stört mich nicht, wenn er stirbt, weil ich dann halt mein 2-1 wieder zurückbekomme. Natürlich muss ich trotzdem beim Hunter immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Minions aufs Board lege. Wegen Unleashed Sound. Ich frage mich, ob. Na, was hast du da Schönes? Okay. Ja, ich hab gewusst, dass der Multishot auf der Hand hat. Sylvanas. Bin natürlich super jetzt in meine Mana-Kurve reinpassen. Aber er passt eigentlich auch ganz gut. Dann habe ich nächste Runde 7 Mana. Kann ich immer noch Sylvanas spielen? Ja, wir spielen ihn wieder.
Mit Sylvanas können wir denn sozusagen Ragnaros vorbereiten oder das Feld ebnen einigermaßen. Relativ hoch, dass wir ihn treffen. Dann haben wir noch 4 Mana übrig, dann kann ich aber nichts mehr spielen. Ne, wir spielen jetzt Sylvanas. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, perfekt. Perfekto. Sie haben jetzt nichts Runde Ragnaros, die wir spielen könnten. Ist okay. Hat er keinen Silence für Ragnaros? Das ist auch okay. Damit kann ich, glaube ich, leben. Damit kann ich leben. Kann ich ihn besser töten? Er da rein, hatte ich, habe ich ihn noch einen. Ich kann ihn da rein, habe ich da auch noch einen, aber beide leben. Ne, beide leben nicht. Also er stirbt auf jeden Fall und der hat auf jeden Fall eins. Klar, sind auch beide 4-3. Na, genau auf den richtigen. Da geht's rauf die Letter. Letter. Gegner gegen Tastingo. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Ja, das sieht doch gut aus. Die beiden goldenen weg. Die beiden behalten wir. Und die kriegen einen Jeep. Oder 2 Jeeps sogar. Denkt man nicht, dass er in Runde 1 was spielen wird? Ja, sehr schön. Das heißt, wir können die Runde auch abgeben. Das ist richtig. Hallo. Ja, wenn er nur den spielt, behalten wir uns auch passiv und schießen den einfach weg. Können wir nichts ohne den Erntegolem ohne Probleme ausspielen. Nicht, dass er noch ein Schild gibt oder ein Siegen der Könige oder sonst irgendein Scheiß. Melde mich zum Dienst. Das ist gut. Das gefällt mir. Wow. Doppelfrostblitz. Aber ich werde nur einen Frostblitz spielen. Lass ihn reinlaufen. Mein Minion wieder zurück, sozusagen. Und kann er nämlich noch einen Netpeggle spielen. Und der zieht sogar eine Karte. Für mich ist ja unglaublich. Klar, ich hätte auch bei zweimal Frostblitz spielen können, um ihn dann am Leben zu behalten. Ist okay. Jetzt hat er mir immer eine Karte gezogen, hat eine Durability von der Waffe runtergenommen. Blöd ist natürlich, wir können jetzt nichts spielen. Wir können ihn einmal einfrosten, ja super. Ich glaube, den Frostbolt möchte ich mir lieber für was anderes aufheben.
2. Münze 3. Nö. Können wir vielleicht gerade noch was in Runde 7 spielen? Oder seine Durability ruhig hier aufbrauchen. Wir haben noch Chips in der Hand. Oder lässt sein. Eins, dann haben wir 3 Mana. Ihn mit dem Frostbolt töten. Das ist 1, 3, 5. Ich frage mich, ob. Dann haben wir noch 2 übrig. Könnten wir sogar noch Blattnuss Talnos spielen, aber der bringt uns jetzt nicht so viel. Nein, dann spielen wir das so rum. Mit Münze oder ohne? Ach, ohne ist glaube ich auch okay. Ja, das sieht gut aus. Okay, kann er ihn reinlaufen lassen. Ey, das ist aber blöd hier. Das ist unfair. Auf in die Schlacht, Mane! Wild Pyromancer? Münze? Ping? 2, dann habe ich 5, dann habe ich noch 6 Mana übrig. Ich frage mich, ob. Ich muss jetzt auf jeden Fall aufräumen hier. Oh, ich könnte es auch nur eine Runde warten. Ich denke aber nicht, dass das so schlau ist, jetzt noch zu warten. Weil ich halt nicht zu low droppen darf. Die Münze bringt mir jetzt eh nicht mehr so viel. Ja. Okay. Da noch eine Weihe. Nee, da war noch ein Bluebell Warrior. Na, was kommt noch? Schild. Kriege ich 3 Schaden nächste Runde. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Das heißt, so sinnlos es auch erscheinen mag, ich werde ihn klonen. Ich werde ihn pingen. Lass ihn hier reinlaufen. Gib die Runde ab.
zum Ausritt. Puh, oh mein Gott. 7, 9, oh mein Gott. Das ist eine Menge Schaden. Melde mich zum Dienst. Der Eckelein, der bringt mir da nicht viel. Kann ich spielen, ihn ping, dann kriege ich 4 Schaden, 2 Schaden, 3, 4, 5, na gut. Lass diesen Herzen sprechen. Und auch 6. Gut gespielt. Ah, okay. Schon gegen sehr aggressive Decks, das ist echt schwer. Gut gespielt. Aber das kriegen wir auch schon noch hin. Gut, dann mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause und spiele gleich weiter. Bis gleich, ciao.